Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Tutorial-Reihe. Heute möchte ich euch gerne erklären, wie ihr eigene Weltgeneratoren schreiben könnt. Das Ganze ist nicht sonderlich kompliziert, es gibt aber leider nicht viele Tutorials auf YouTube, deswegen möchte ich gerne hier ein paar machen, beziehungsweise eine Reihe anfangen. Das Ganze wird sich über ein paar Sachen hinweg strecken, ich werde aber trotzdem nicht auf alle Sachen eingehen. Bestimmte Sachen solltet ihr halt einfach selbst versuchen, ein bisschen rum zu experimentieren. Das Ganze ist halt, wie es nun mal ist, eine ganze reine Sache der Experimente, des Experimentierens. So ohne Experimente werdet ihr mit World Generatoren nicht vorankommen. Naja, fangen wir erstmal an. Als erstes erstellen wir uns ein neues Java-Projekt. In diesem Fall nennen wir es World Generator. Das Ganze ist dann relativ simpel aufgebaut. Wir bauen unsere Standard-Packages, also in diesem Fall mein Package Jellyfix 18, der D.Jellyfix 18 und World Generator. Bei euch ist es ja, wie ihr es schon kennen solltet, selbst überlassen. Dann machen wir uns die Hauptklasse, die heißt auch bei mir World Generator. Machen uns noch ein zweites Package, das ist für gleich wichtig. D.YellowPhoenix18.WorldGenerator.Generators. Und da rein. Oh, da habe ich was falsch geschrieben. Generator, so. Jetzt da. Und hier kommt dann rein die Klasse Main Generator. So, so fangen wir also an. Als erstes ist wichtig, wir machen halt das Ganze wie ein normales Plugin, also bauen es komplett normal auf. Also Extends Java Plugin, in diesem Fall werden wir auch vorher mal eben unser Sprite importieren. Yay. Java Buildpath, Add External Jars und hier unser Sprite. So, in diesem Fall 1.8. Ihr könnt auch neuere Versionen nutzen, das sollte sich in keinster Weise geändert haben. Zumindest hat es sich bei mir bis jetzt noch nie geändert. Dann macht ihr die Standardmethoden public void on enable public void on disable und jetzt kommt die noch eine etwas interessantere Methode, die auch sehr wichtig für uns sein wird. Public chunk generator get default world generator. Dann String World Name. Komm mal, String UID. So. Das Ganze ist sozusagen die Methode, womit wir unseren World Generator aufrufen, wenn wir sozusagen über das Plugin einen World Generator laden wollen. Hier returnen wir dann unseren New Main Generator. Das wird nämlich unsere Generatorklasse werden. Der hat aber noch nicht aktuell implementiert, der das noch nicht. Deswegen müssen wir jetzt einmal draufklicken. Das heißt, falsch. Müssen hier einmal erstmal Extends Chunk Generator schreiben. So. Und damit haben wir das Ganze geschrieben. So, jetzt müssen wir noch zwei Methoden einbringen. Einmal Public List, Block Populator, das erkläre ich auch gleich, was das Block Populator sind. Das machen wir mit Get Default Populators. Kann man world so also das ist einmal eben die Liste importieren, den Block Populator. Na komm, okay, erst die Welt, dann den Block Populator. So, dann müssen wir uns hier noch eben noch eine neue Arraylist machen, also Arraylist kann man Block Populator. Dann Populators gleich New Array List Klammer Block Populator. Populator. So. Oder machen wir einfach nur hier unten Return Populators. Also aktuell werden wir damit noch nicht arbeiten, aber später wird es dazukommen und die Methode muss halt standardmäßig schon mal implementiert sein. So, also, was genau macht das Ganze? Block Populator, so was sind Block Populator, das ist sehr wahrscheinlich interessanter. Also, die Block Populator sozusagen ist genau das gleiche wie ein Chunk Generator, nur dass das nachträglich gemacht wird. Das heißt, der Block Populator wird es dann aufgerufen, wenn sozusagen schon dieser Chunk generiert ist und nebenan Chunks generiert werden. Wofür sind Block Populators wichtig? Block Populators sind zum Beispiel sinnvoll, wenn ihr Sachen machen wollt, die chunkübergreifend gespawnt werden. Zum Beispiel Structures. Die könnt ihr nämlich ganz einfach dann
ja, sozusagen da placen lassen, denn die Block Populators, ja, generieren halt erst danach und deswegen könnt ihr das dann halt auch chunkübergreifend machen, das heißt auch andere Chunks nebenan können angesprochen werden. Es geht noch nicht mit dem Chunk Generator. Wir werden aber hiermit noch nicht anfangen, sondern wir machen das Ganze, machen jetzt erstmal weiter mit dem Chunk Generator. Wohlgemerkt, es ist auch möglich, das Ganze mit dem Chunk Generator zu machen, also sozusagen mit dem Chunk Generator die einzelnen Schematics zu spawnen. Da es deutlich weniger Rechenleistung kostet, ist aber deutlich aufwendiger, da sich Methoden zu schreiben. Von daher muss es jeder selbst entscheiden. Ich mache es immer lieber per Block Populator. Ich werde es aber auch später so erklären. Die anderen Leute haben vielleicht auch Interesse, das selbst mit Chunk Generators zu machen. So, jetzt geht es aber weiter. Wir wollen jetzt schließlich einen Chunk Generator heute machen. Um genau zu sein, den Flat Generator. Damit fangen wir nämlich an. Dafür machen wir uns die nächste Methode, Public Chunk Data. Das ist nämlich eine neue Methode. Es gibt auch noch andere Methoden. Diese Methode erlaubt es uns aber mit Materials zu arbeiten, mit Sub-IDs und IDs. Deswegen nutze ich die am meisten. Die heißt einfach Public Chunk Data Generate Chunk Data. Dann haben wir hier World World. Dann ein Random, Random, den wir übergeben. Ups, so. Dann noch ein Int für Chunk X. Und ein Int für Chunk Z. So, und dann kriegen wir noch das Biome Grid. So. Was genau? Genau, jetzt wird er noch ein Mose. Genau, Chunk. Machen wir einmal Chunk Data. Data. Gleich create chunk data world und dann hier return data. So, also generate chunk data ist sozusagen unsere Methode, womit wir diese chunk data generieren. Das ist immer pro chunk, das heißt, diese Methode wird für jeden chunk immer einzeln aufgerufen. Das heißt, wir haben immer ein 16x16x256 Bereich pro chunk. Das sollte ja jeder kennen aus Minecraft, hoffe ich zumindest für euch. Ansonsten seid ihr. Es ist problematisch, aber sollte jeder kennen, der Minecraft spielt, hoffe ich. Ja, Chunk Data Data, das ist sozusagen unsere Chunk Data für den einzelnen Chunk. Hier mit, das ist eine Methode, die aus dem Chunk Generator kommt. Damit sozusagen erstellen wir die Chunk Data für die Welt und in diesem Fall für diesen einzelnen Chunk und packen sozusagen hier auch die Chunk Data rein. So, was genau müssen wir nun machen? Wir müssen an sich zwei kleine Sachen machen. Als erstes machen wir uns zwei Vorschleifen, nämlich for int x gleich 0, x kleiner denn 16, also das ist das Maximum des Chunks, also 0 bis 16 beziehungsweise 0 bis 15, x plus plus. So, und das gleiche machen wir nochmal für unser z, also int z gleich 0. Z kleiner denn 16, Z plus plus. Warum das Ganze? Also wir haben ja als erstes hier diesen Chunk X und Chunk Z, das sind die Koordinaten des Chunks. Das ist also sozusagen eure X-Location geteilt durch 16 und dann gerundet. Und dann abgerundet, genau. Also eure Direction geteilt durch 16, eure X-Werte geteilt durch 16 und abgerundet. Das ist Chunk X. So, und um diesen Chunk daneben zu bekommen, müssen wir halt auch unsere eigenen Methoden machen, um das Ganze zu setzen. So, das heißt, wir gehen einmal die ganzen Schleifen durch. Und wenn wir die durchgehen, können wir jetzt hier noch eine weitere Schleife machen, später für unser Y. Für heute brauchen wir das aber noch nicht. Wir machen jetzt einfach nur data.setblock. Also wir haben hier Chunk Data Data. So, und damit setzen wir jetzt halt den Block und ihr seht hier int material. So, das ist das, was wir heute machen wollen. Wir machen jetzt in diesem Fall x. Das ist unser x-Wert. Y ist in diesem Fall 0. Und z. Und da setzen wir material.bedrock. So, das gleiche machen wir dann jetzt noch für die nächsten Layer sozusagen. 1, 2, 3 und den vierten Layer. Die Layer sind alle dort. Das solltet ihr erkennen aus dem normalen Flat Generator. Und der oberste ist halt Grass. So, an sich nicht kompliziert. Ja, was genau wird jetzt hier gemacht? Also, das Ganze wird aufgerufen, wenn ein Chunk generiert werden soll. In der entsprechenden Welt, wo unser Chunk Generator als Generator gesetzt wurde.
Dann wird einmal die Chunk-Date für den Chunk sozusagen erstellt. Dann gehen wir eine X- und Z-Schleife durch, setzen dann halt bei dieser Data auf dem Block, wo er den Block halt an der Stelle, also an der X-Position, dann der Y-Position und der Z-Position, setzen wir halt den Block, da können wir Material nehmen. Es gibt auch noch Methoden, um das mit einer ID und einer Sub-ID zu machen, werde ich auch nochmal zeigen später, aber jetzt heute nicht. So, und am Ende geben wir halt unsere überarbeitete Data, die wir vorher hier rausgezogen haben, wieder zurück. Mehr machen wir an sich nicht. Was sind hier oben noch die Werte? World ist halt unsere Welt, welche ich später erklären, wofür es wichtig ist. Heute wird das noch nicht wichtig sein. Ein Random ist halt eine Random-Möglichkeit, die wir direkt übernehmen können. Wenn wir irgendwas zufallsmäßig spawnen wollen, können wir es so machen. Dann brauchen wir nicht einen Random hier reinsetzen. Int Chunk X ist halt die Chunk X Value, Int Chunk Z das Chunk Z Value und Biome Grid Grid ist sozusagen unser Biom Grid. Das heißt, wir können später auch hierüber die Biome setzen. Auch vielleicht interessant für ein paar Leute. Mehr müssen wir aber noch heute nicht wissen und die wichtigsten Sachen haben wir jetzt auch. Ihr seht auch, wir haben jetzt hier keine Fehler mehr, die hier gemeldet werden. Wir machen jetzt einfach noch unsere Plugin YML und dann sind wir soweit fertig. Das Ganze ist dann halt einfach der Name, das ist dann einfach World Generator. Dann Author, könnt ihr euch halt eintragen, in diesem Fall bin ich das ja. Dann die Version, machen wir auch hier 0.1. Die Main-Klasse für x18.worldGenerator.worldGenerator. Also eigentlich das standardmäßig wie den Plugin YML, aber gleich kommt noch was Spezielles, das zeige ich aber gleich noch. So, und dann hier die Comments, da kommt ja nichts hin. So, jetzt müssen wir aber hier noch was machen, nämlich load.startup. Warum? Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr jetzt zum Beispiel Welt erstellt habt, die werden die Welten werden immer von Bucket geladen. Bevor die Plugins geladen werden. Deswegen gibt es eine Methode, um bestimmte Plugins halt vor den Welten zu laden, damit halt auch Welten damit erstellt werden können. Und das machen wir in diesem Fall mit Load Startup. Sehr wichtig. Das speichern wir jetzt einmal und hier drunter als Plugin.yml und exportieren das Ganze dann nach Desktop. Tutorial Test Server Plugins. Hier ist auch schon Multiworld drin. Erkläre ich auch gleich, wieso da Multiworld drin ist. So, einmal finishen und fertig. So, dann gehen wir hier rein. Hier ist Multiworld drin. Multiworld ist ein Weltengenerator Plugin, womit ihr andere Welten generieren könnt. Ihr könnt auch gerne ein anderes Plugin nehmen. Ich empfehle Multiworld. Könnt ihr einfach aufs Bucket suchen, solltet ihr sofort finden. So, ich führe jetzt einfach den Server aus. Server wird sich jetzt langsam gleich hochfahren und dann auch erstellen. So. Und er sollte fertig sein. Da ist er fertig. Perfekt. Wir gehen jetzt hier rauf und gehen auf unseren lokalen Testserver. So. Alles geladen? Ich glaube schon. Jo, wahrscheinlich. Genau, weil hier mein Generator nicht dabei ist. So, jetzt erstellen wir uns eine Welt mit mvcreate und dann Plugin, mvcreate der Name, dann machen wir jetzt mal Test erstmal, oder Test 1 machen wir so. Wir werden das später hochcounten. Und dann hier World Generator, also Plugin, Doppelpunkt World Generator. So ist das bei Multiworld. Für andere Plugins kann das anders aussehen. Das Ganze erstellen wir dann. Dann müssen wir das noch ganz laden mit Load Test 1. Jetzt wird ihr das Ganze erstellen. Das ging jetzt relativ flott, weil wir nicht viel machen mussten pro Chunk. Und jetzt gehen wir einfach ein Weg go to Test 1. Und ihr seht, wir haben hier eine Welt, die hier ein Gras, darunter drei Normal hat und darunter den Bedrock und darunter fällt man weg. Ja, und so haben wir sozusagen unsere erste Welt erstellt, um genau zu sein, eine Flat World. Und das Ganze werden wir jetzt in den nächsten Tutorials weiter ausbauen. Das heißt, wir werden auch noch ein bisschen mit Neuestes arbeiten, aber das Ganze kommt in den nächsten Tutorials. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und wir sehen uns beim zweiten Tutorial. Bis dahin, tschüss.